So, wir verpassen hier live, wie Dirk gerade auf seine Kopfhörer leuchtet, um rauszufinden, welcher vorne und welcher hinten hin muss. Ist meine Seite schon an? Ja. Und in diesem Stile wird es weitergehen heute in Folge 44. Nimmst du schon auf, oder was? Ja, ja. Was soll denn das? Wir haben hier keinen Content zu verschenken. Ich verstehe auch gar nicht. Lustigerweise eine Schnapszahl, weil hallo, wir hallo, heute... Hallo. Ich höre mich nur links. Was soll denn das? Muss ich hier irgendwas... Das machst du doch immer. Ja, weil dein Stecker hier kaputt ist. Jetzt höre ich mich geil. Krass, ich höre mich nur links. Nee, ist das halt so. Oder höre ich mich rechts? Nee, ich höre mich nur links. Und damit herzlich willkommen zu Für Nüsse, Folge 44. Wie war das? War jetzt wirklich der Anfang? Ja, wir können auch mal neu anfangen. Nein, das ist super. Ja. Das ist, das ist live. Das wird jetzt hier die ganze Kiste. Meine Damen und Herren, Klaus und ich sind ganz böse erkältet, das hört man gerade. Das ist gerade die Jahreszeit, ne? Das ist genau die Jahreszeit. Ich muss mal mein Mikro ein bisschen tiefer stellen, damit ich mich lehnen kann beim Reden. Wo man halt dummerweise einen Tag vorher in der Kneipe war. Und wir haben halt gedacht, das wäre, also vorhin haben wir uns die ganze Zeit hinterher geschrieben, ich weiß nicht, wo du da gerade warst. Du hast Sprachnachrichten aufgenommen sogar. Naja, irgendwann, weil ich das dann erkannt habe, weil das Schreiben halt einfach zu anstrengend war. Und ich habe gedacht, ich kann einfach nur meinen Daumen drauf drücken und was erzählen, anstatt... Ich muss halt das Display ein bisschen dunkler machen. Und ja, wir haben dann gedacht, das ist ja voll lustig, wenn wir heute aufnehmen. Ja. Weil wir halt so einem, ich weiß auch nicht, ich glaube, es sind die lustigen Stimmen und wenn wir noch so eine Mörderlaune haben. Gestern war Halloween-Feier, obwohl am Mittwoch erst Halloween ist, also beziehungsweise also wenn das ausgestrahlt wird. Ausgestrahlt. Nicht übermorgen, weil das ist ja nicht die Folge für Montag, sondern das ist ja die Folge für übernächsten Montag. Ach scheiße, ja. Letzten Mittwoch war Halloween und wir sind genau, wenn ihr das hört, war letzten Mittwoch Halloween. Ja. Ja. Naja. Klaus, was ist das eine Frage? Was? Oh, wie schön, ich habe so Kribbel. Gesundheit. Was? Alters Gehalt, ey, Freunde. So ein bisschen Content schaffen. Ja, was hast du denn gestern gemacht, Schönes? Korn und Grappa und ein klares Huhn getrunken. Was ist denn ein klares Huhn? Ich glaube, da haben wir in der Bar-Folge mal drüber geredet, wie das verrückte Huhn. Also ein verrücktes Huhn ist Wodka und Zitronensaft und Grenadine und Tabasco. Aber die hatten gestern... Nur drei Tropfen Tabasco, nicht so wie frischen, lustiger Klaus. Frischen Zitronensaft. Und Aber ich muss sagen, war nicht schlecht. Ja, das, ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob wir da so jetzt in einer objektiven Lage waren, das zu beurteilen. Doch. Also im Vergleich zum Grappa war es definitiv gut. Och, Grappa, das war der reinste Felgen. Das war noch, dein erster Kommentar war, das benutzt du sonst, um Felgen zu reinigen, oder? Ja, zum Grappa. Ja. Nicht zum klaren Huhn. Nee, zum Sambuca danach und davor, wo du ja schön noch die Kauleiste angezündet hast. Was richtig dumm war, dass Isa arschteuer und sehr schlecht, obwohl, nee, haben wir nicht auch gesagt, der ist nicht schlecht, ein Seebär sich mixen ließ für uns. Ich könnte und wir haben halt keine Schottgläser gekriegt, sondern wir haben halt so eine kleinen, weiß nicht, Scotchgläser gekriegt, weil die halt schon alles andere voll war, leer, weg. Das war nicht gut. Nee, das war alles insgesamt, das ging alles zu weit. Mal wieder Sambuca Mund angezündet, das habe ich auch, glaube ich, 5 Jahre nicht Was mehr gemacht oder so. Softball? Nee, das ist, Softball ist eine Nummer schlimmer. Das sind diese kleinen Sherrygläser, Sambuca rein, anzünden, Hand drauf, dass dann halt der Unterstrom... Ach, der Gas. Ja. Und dann nimmst du halt einen Strohhalm rein und versuchst zweimal reinzuatmen, was nicht wirklich funktioniert und dann das Ding und das mach dich fertig. So einen Scheiß haben wir ja gestern nicht gemacht. Aber wir haben uns schon wieder dicht dran an Scheiß. Oder doch ein bisschen Scheiß. Ja, einfach viel zu viel. Das ist einfach viel zu viel. Alter, ey, wie du schon essen konntest, während ich noch da lag zu Hause. Und dann irgendwie Meerrettich und Paprika und alles. So richtig was Saures, wo der Magen nochmal sagt, auf Wiedersehen. Ja,
Ich bin froh. Also ich habe so meine Jalousie runterzuziehen, ist immer, ja. Ist das eigentlich jetzt Doppelbingo? Weil sonst immer, dass du mal verkatert bist und jetzt sind wir beide verkatert. Voll gut. Das könnt ihr abdingsen auf eurer Karte. Irgendwie bist du viel lauter als ich. Naja. Ich habe meine Jalousie zuzuziehen, ist so eine Todesaktion. Alter, Finde, ey, mach mal hin, ey. Falls ihr das beim Autofahren hört, wahrscheinlich gab es gerade einen Sekundenschlaf, der sich Minuten, Stunden. Meine Jalousie, also erstmal spannender Anfang, eine Jalousie zuzuziehen. Und dann gibt es halt diese eklige Gedankenpause, wo er selber nicht merkt, dass er gerade wegpennt. Jetzt liegt er da auf seinem dummen Sofa und schämt sich, reibt sich die Äugler. Wir sind ein dicker Straßenkater. Gott. Ja, mach mal weiter, das war so spannend gerade. Was ist denn das Gefährliche an deiner Jalousie? Ich muss aufs Fensterbrett steigen, um die zuzuziehen. Sind die nur 20 Millimeter lang? Hast du da nur so eine Stoffbordüre rangenäht und nennst das Jalousie? Eigentlich wahrscheinlich. Das ist mein Vorhang. Ich muss die richtige Höhe ziehen und deswegen. Also ein Kaffeedeckchen sich da oben rangelegt. Das nimmt aber auch gar nicht die Helligkeit. Das ist einfach nur für die Atmung, für ihn, für die Stimmung. Ein Sichtschutz. Ja, falls da oben in der Ecke eine Spinne hängt. Das ist wie so ein Zensurstreifen, wenn ich nackt durchs Zimmer gehe. Wer ist das? Ich kann nicht erkennen. Ich kann nur 99,9% des Zimmers sehen. Da oben hat er, keine Ahnung, eine Bordüre genagelt. Ich habe es immer nicht verstanden. Achso. Ah, okay. Du bist dann, ja. Und das hast du gemacht. Ich bin froh, dass ich es gestern nicht besoffen gemacht habe, sondern bevor ich losgegangen bin. Ja, aber du hast heute Morgen wahrscheinlich aufgezogen auf der Fensterbank. Nee, zum Aufziehen muss ich nur unten einmal dran ziehen. Das ist ja ab. Ich mache immer nur so einmal im Jahr die Fenster dicht. Muss ich sie wieder anbringen. Genau. Ein ewiger Kreislauf. IKEA freut sich. Wieder Dienstag daher. Ja, Jalousien, lass mich in Ruhe. Ja, IKEA. Ja. Mir graut es davor, dass unser Kater heute ist ja mit ziemlicher Sicherheit noch gar nichts im Vergleich zur Feuerzangenbowle. Also da muss ich sagen, da werde ich definitiv wieder Chemie einsetzen. Also diese Biochemie, da werde ich mir dann ordentlich diese Hangover-Dinger nehmen, reinpfeifen. Das habe ich letztes Mal gemacht und das hat auf jeden Fall auf jeden Fall gerettet. Fritz versucht gerade im Sitzen halt die Flasche zu greifen, schafft es nicht und überlegt einzuschlafen oder sich einzunässen. Ich weiß es nur nicht. Sein Gesicht verrät es nicht. Wie diese Kinder, die so konzentriert schauen und nicht wissen, gehe ich jetzt los oder baller ich in die Hose? Völlig aufgegeben hat. Ja, Feuerzangenbowle. Ja, also echt, auch macht nicht diesen Scheiß wie letztes Mal oder wie immer. Lass mal zusammen bestellen und das ist das Erste, was ich esse. Am besten noch, ich glaube, wie Oscar, wenn er sagt, das ist das Erste, was ich heute esse. Oh, ich will einen Burger essen jetzt. Ach, ja, ist so echt Lust auf einen Burger. Ja, das Problem ist, bei Klaus ist seit Monaten gefühlt die Klingel im Arsch. Nee, also irgendwie zwischenzeitlich war man ja und da und hat die repariert, in Anführungszeichen. Der meinte, der weiß gar nicht, wo er anfangen soll, diese Anlage zu reparieren. Hat er jemand durchgebohrt oder was? Nee. Ja, das ist seitdem die bei den Münchner die Wohnung gemacht haben. Seitdem ist im Vorderhaus, Hinterhaus und. Ja. Aber das Geile ist, dass das alle so hinnehmen. Ja, der war da und dann hat das zumindest so weit hingebracht, dass der Summer funktioniert bei mir. Und dass ich so ein wimmerndes Klingeln gehört habe. Sonst habe ich ja eine Klingel, die Tote aufwacht. Aber es nur so. Hätte ich mit leben können, aber das hat er auch wieder rückgebaut. Nee, wahrscheinlich kam da halt wieder ein anderer Bauarbeiter, hat gedacht, hier auf dieser Aufputzleitung bohre ich doch mal Sicherheitslöcher rein. Ja, aber das Geile ist echt, ich meine, ihr habt jetzt nicht mehr so viele. Mittlerweile wird es ja ein bisschen mehr wieder. Ich glaube, im Vorderhaus sind die meisten Leute, ne? Ja, ich meine, aber dass da sich keiner aufregt oder sagt. Ja, das ist, man erreicht ja niemanden bei der Hausverwaltung. Hast niemanden, den du irgendwie. Ich habe.
Das Geile ist, es gibt ja auch so Funkklingeln, die hatte ich damals. Ja. Die kannst du halt dann irgendwie so ein kleines Klingelboard, was selber klebt, halt draußen rankleben. Mhm. Das hat mittlerweile halt auch so eine kleine Photovoltaikplatten dran, dass es halt sich selber Strom versorgt, weil es braucht ja nichts. Muss ja halt nur irgendwie kurz die Info weitergeben. Und dann kannst du hier halt irgendwo in der Steckdose halt den Empfänger als Klingel dann rein. Und dann blinkt und klingelt das. Das Problem ist, es hat halt immer so eine begrenzte Reichweite. Also wenn du das machen würdest, glaube ich, wäre es im Vorderhaus okay. Aber ich glaube, im Hinterhaus, das wird da nicht durchkommen. Kannst du auf ein Gerüst legen hier. Ja. Kann man im Gerüst legen. Aber im Prinzip müsste es doch so eine Art App geben. Oder dass du halt auch echt nur dieses Klingelding hast und dann klingelt dein Handy. Ja, ja. Das würde dir vollkommen reichen. So. Also vom Prinzip ist es total einfach. Also wenn du so ein vernetztes Haus hast, ja. Ein Smart Home. Bloß jetzt hier wird sich das ja nicht leisten, da irgendwie. Irgendwann ist es natürlich cool, dass du dann nicht immer runterkommen musst, den Leute reinlassen musst. Naja, ich meine, vor allem, ich habe keine Lust, mit den Deliveroo-Leuten zu reden und dann immer zu schreiben, nee, meine Klingel funktioniert nicht. Ja, beziehungsweise, was sollen sie denn machen? Weil dann kannst du, okay, mittlerweile siehst du ja eine App, wann er sich bewegt und so. Ja, also, wenn das wirklich okay ist, dann gehst du ja 3 Minuten dann vorher halt runter. Ja, unten gewartet. Aber ist halt schon scheiße. Ja, dann muss ich dann also jedes Mal so, ja, hier ist meine App und ich bin. Aber eigentlich hättest du doch genau jetzt. Ah, ne, hättest du jetzt hier gegessen. Hm. Ist ja auch eklig. Ich will nur minimale Interaktionen mit irgendjemandem haben, vor allem heute. Genau deswegen hast du dir den Dirk hergeholt, um mit ihm zu quatschen. Weil du eine minimale Interaktion mit jemandem haben wolltest. Ja, tja. Aber was gab's zum Essen? Bei dir Brot und Paprika. Brötchen und Paprika, ja. Ich hatte noch ein bisschen Paprika von gestern übrig, die hatte ich mir in den Nudeln. Meerrettich. Sag mal, wie findest du jetzt wirklich? Ich finde die gut. Echt? Ja. Boah. Wir essen doch immer unterschiedliches Zeug. Naja, immer. Und jetzt würden wir beide auf dem Burger essen. Total andere Essenstypen. Ich esse Senf, du schmeißt ihn auf den Boden. Nein, da muss man dazu sagen, dass Klaus einfach seelenruhig hingeschaut hat, wie ich einen unheimlich geilen 3-Punkte-Wurf hingelegt habe. Und er hält halt einfach den Korb. 3-Punkte-Wurf in den Oberrang, ja. Einen Korb halt einen Zentimeter vorschieben müssen. Zack. Da waren 1,5 Meter dazwischen. Wir standen letztens bei Lidl mal wieder und ich habe mir halt so ein kleines Pöttchen Senf in diesen Plastikdosen geholt. Und oft schmeiße ich meinen Einkauf irgendwie in den Wagen und lege ihn nicht rein. Ich weiß nicht, warum ich es bei der Senfpackung gemacht habe, weil der hat eigentlich nur oben eine ganz kleine perforierte Stelle, um zu zeigen, okay, frische Siege, bla bla bla. Aber dennoch kriegst du den Deckel ganz normal ab. Da ist ja keine Folie zwischen, ist auch okay, ich brauche keine Folie oder irgendwas. Aber ist halt nicht zum Schmeißen gedacht. So. Und ich dachte, ich wäre es halt rein. Und das ich glaube, müssen die aber raufschreiben. In den USA hat sofort eine Millionenklage gewonnen. Und ich glaube, wenn der auch in einen Wagen gelandet wäre, dann wäre das halt auch nicht gut ausgegangen. Na, jedenfalls flog der halt so einen hohen Bogen. Klaus hätte vielleicht was machen können, muss man sagen. Ich stand mit dem Rücken zu Dirk. Du hast so schräg geschaut. Den Senf. Wie, du hast den vor dir gesehen? Okay. An mir vorbeifliegen. Okay, das wusste ich nicht mehr. Und nein, da hat es Klatsch gemacht, direkt selbst auf den Boden. Selbst wenn ich noch den Wagen dahin geschoben hätte, hätte ich wahrscheinlich den Senf nur überfahren, weil ich nicht schnell genug gewesen wäre. Und danach ausgerutscht und mit dem Nacken ins Gier gelaufen. Wenn ich schnell genug gewesen wäre, wäre der Senf einfach im Wagen kaputt gegangen. Ja, das meine ich ja. Naja, es war mir echt total peinlich, weil dann echt so eine, weiß ich, 2 Meter Schleifspur, aber komplett, die Dose war komplett leer, auf dem Boden war, vor dem Kühlregal und dann bin ich halt mit dem leeren, dreckigen Senfpott rumgelaufen. Normalerweise hast du immer Leute, die da irgendwas einsortieren und da war halt niemand in den Gängen und an der Kasse war halt richtig was los, da wollte ich halt auch niemanden stören. Und dann habe ich halt gewartet und irgendjemanden gesehen und der war total freundlich, ehrlich, muss ich sagen. Ja. Weil rein rechtlich ist es ja so, sie könnten es berechnen, das ist nur eine Kulanz vom Laden, der glaub, sagt von wegen. Ich glaube, das war sogar der Filialleiter. Bitte? Ich glaube, der ist sogar Filialleiter. Okay, der voll der junge Typ. Ja. Oh Gott, er lässt alles fallen fast. Naja, und dann hat er schon alles aufgewühlt. Spannende Geschichte. Spannend, es ist fast so wie Jalousien aufhängen. Ja. Heute ist der Tag der spannenden Geschichte. Was ist denn jetzt deine Frage, Mensch? Wir haben jetzt schon ich habe eine Frage überlegen sollen, ne? Nämlich eine meiner Reservefragen. Yay. Wir haben schon über so ziemlich alles geredet, aber nicht darüber, welche. Bitte was? Welche Podcasts wir denn so hören? Ehrlich? Außer uns. Ja, komm, ist entweder das oder. Jetzt ganz ehrlich. Pass auf, du hast die Wahl zwischen meinen anderen beiden Reservefragen. Wie, du kannst ja jetzt nicht mehrere Fragen stellen. Doch, du kannst ja eine aussuchen. Okay. Und die sind dann alle entwertet. Entweder das oder wir reden über 90er-Jahre-Quizshows.
90er-Jahre-Quizshows. Yay. 100 Leute haben wir gefragt. Was ist die Frage heute? Ja, den habe ich auch gesehen. Werner Schulz-Erdl. Das war auch eine gute Quizshow, das Familienduell. Fandest du? Fand ich, ja. Also lebte auch von Werner Schulz-Erdl natürlich. Der hat ja damals Tonnen an Sendungen runtergerissen. Der war irgendwann, habe ich den später mal gesehen, bei Joko und Klaas hatten ihren zweiten Sendeplatz bei ZDF Neo und hießen da Neo Paradise? Neoliberal. Ich glaube Neo Paradise. Und da hat Werner Schulze-Erdl erzählt, dass er am Tag 5 Sendungen runtergerissen hat. 5. Und ich glaube, eine war eine Stunde lang. Also der hat richtig, richtig vorbereitet. Also richtig krass. Und damals war es ja wirklich, das immer Familien. Später wurde es ja nochmal gecovert von, ich glaube, Oli P. hat das moderiert. Und dann später irgendwann ein anderes nochmal. Naja, und schönen Gruß an Oli P. und seinen Hundewarenladen. Schönen Gruß von Oli P., oder? Ein fröhliches Rawr. Und er meinte, das Schwierige war halt einfach, also er war so ein bisschen wie so ein Schlagerstar. Und dann hast du halt dann nicht irgendwie Vater, Mutter gehabt, sondern Kind und meist auch die Oma war dabei. Und die haben halt immer ihn irgendwas zu essen mitgebracht. So, das war dann halt eine Fleischerfamilie aus Ammergau oder irgendwas. Und dann hat er da halt so einen unterarmgroßen Trockensalami gekriegt. Mhm. So. Und er meinte, als Geste ist das schön, aber nicht, wenn du am Tag 5 Sendungen runterreißt und dann nachher noch einen ganzen Gouda kriegst und später dann halt irgendwie noch so einen Korb Eier und Senf und Marmelade und alles. Und das ist dann nur ein Tag. Also er meinte, er hat das dann versucht dann irgendwie so im Team aufzuteilen, aber vieles ging auch einfach in die Tonne, weil die konnten halt einfach nicht diese Tonnen. Ja. Naja, ich habe irgendwann mal... Der Teleprompter-Assistent schon zu Hause so eine eigene Wurstwand hat. Wie hieß nochmal hier den, der mit Kalkofe irgendwann krass befreundet war, dieser Schlagertyp aus dem Osten, der verstorben ist leider schon. Der abgesehen von seiner Musik fand ich ja echt interessant, weil er irgendwie so ganz locker wusste halt einfach auch, wer seine Zielgruppe ist. Ja, also er war so reflektiert. Der war nicht in so einer Blase, sondern der war irgendwie Willi Wenzel oder sowas. Achim Menzel. Und der hatte nämlich im Keller nicht nur die ganzen allgemeinen Glückwunschgeschenke irgendwas von seinen Fans, sondern auch die ganzen Essensgeschenke, sofern man sie lagern kann. Ja. Er meint, er isst alles, wenn er es kann. Und der hat dann halt ohne Ende Dosen eingemacht. Wie viel Geld man dann sparen. Ja, also der hat ja echt ohne Ende meist Fleischwaren in Dosen und sowas da ohne Ende gelagert und irgendein Scheiß. Meint er, schwierig wird es mit Kuchen. Die versucht er dann halt immer in der Familie und sowas runterzukriegen, weil so viel kann er gar nicht essen. Mhm. Aber das Krasse ist ja echt, wie dieses Geschenkverhalten irgendwie im Fankult von Schlagersängern passiert. Also dass da halt dann einfach, weil die älter sind, alle so wie Omas denken. Und dann kriegt der Junge mal dann halt irgendwie eine Roulade oder sowas. Und denkst, was? Iss mal! Genau. Du fällst mir noch vom Fleisch. Scheiße, was ist das hier? Oh, schön. Gesundheit. Ach, Entschuldigung. Also es ist jetzt keine Erkältung, das ist echt nur dieses Suffniesen oder sowas. Ja. Morgen ist die Stimme auch nochmal und die Nase auch. Ja, die dass die Nase zu ist vom Saufen, ist auch gut. Ja, ne? Boah, Alter, jetzt habe ich ja mal einen heißen Kopf. Zweimal. Das meinst du, warum ich hier sitze und mir eine Wasserflasche an die Stirn halte? Wie, wenn ich niese, kriegst du einen heißen Kopf? Ja. Das ist ja komisch. Was haben wir für ein Thema? 90 Jahre Quizshow. Ah, Werner Schulze-Erdl, ja. Schlagerstar der Stars. Hast du Erdl gesagt? Er heißt Erdl. Der ist Erdl, oder nicht? Erdl. Ja, weiß ich nicht. Du bist doch der. Ich habe dir schon ein paar Mal gegoogelt. Super. Der wird definitiv mit D geschrieben, nicht mit dann T. Werner Schulze-Erdl. Ja. Das Glücksrad war, glaube ich, meine erste so. Die du bewusst Rätsel, war, genau. Ja, Erfahrung. Ja. Mit dem ehemaligen Soft-Sex-Darsteller Peter Bond. Ja, aber ich glaube, mein Liebling war mal Frederik Meissner. Die sah noch gleich aus, oder nicht? Die war noch gruselig gleich. Nee. Naja, aber vom Stil, das war noch diese brünett dunkel. Ja, ja. Nee, was anderes gab es ja damals nicht. Rasiert. Ja. Hat er eine Oberlippenbart? Und Maren Gilzer. Nee, ein Oberlippenbart. Das mit Verlaub durfte nur Jörg Dräger. Jörg Dräger. Also das kam ja später, die Sendung, aber die fand ich geil. Geh aufs Ganze. Genau, mit Jörg Dräger. Und Deal or No Deal. Das sind ja auch alles amerikanische Shows. Aber Deal or No Deal ist ja eine späte Sendung aus den Nullern. Die gab es ja auch. Oder gibt es vielleicht sogar noch.
Die hat der Guido Kanz, glaube ich, moderiert. Ach stimmt, das ist eine Let's Make a Deal. Ist, glaube ich, Geh aufs Ganze im Bitte? Original. Let's Make a Deal ist, glaube ich, Geh aufs Ganze im Original. Irgendwie so. Also, ja. Ja, Geh aufs Ganze für alle, die es nicht kennen. 3 Tore, Auswahlmöglichkeiten, Umschläge. Ja, also am besten fand ich, wenn der quasi direkt im Publikum stand, mit diesem Mikrofon, wo du eigentlich noch so ein Taschentuch und Gummiband drüber klöppelst, wie so ein Marktschreier und verarscht die direkt rechts und links. Aber der konnte halt auch krass verkaufen. Also, okay, die Reise nach Sylt oder der Umschlag und 100 Mark. Ja. Nein, nein, nein. Alle, das ganze Publikum wie im Kasperle-Theater. Ja. Such mal. Okay. Der Umschlag, Tor 3 und 150 Mark. Und der wusste auch, was das psychologisch macht, wenn er halt den Schein rausholt. Er hat ja nicht gesagt 150. Ja. Er hat gesagt, warte, ich mache es mal leichter und hol den raus. Halten Sie den mal fest. Allem, und das war so das, klar, was die das so. Das Geile war jetzt, manchmal hat er so die Nummer gemacht, als ob er es dann aus seinem Privat. Jackett ja, nimmt ja, das ja. Geld. Also irgendwie hat es, er hat dann halt in der Tasche dieses Bündel gehabt und hat immer die Scheine aufgezählt. Manchmal wie ein Drogendealer. Wirklich dann irgendwie, ja, okay, kein Geld mehr da. Und durchsucht er seine Taschen, ob er da noch Geld hat, in Anführungszeichen, um das dann noch draufzulegen. Aber das sind geile psychologische Tricks. Also der wusste ganz genau, wenn er dann halt irgendwie einen roten Umschlag und er wusste von wegen, das ist die Reise für 25.000. Ja. Wenn ich dir 500 Mark langsam immer steigernd mit den Scheinen in die Hand lege, die gibt mir diese 50.000, 25.000 Euro Reise zurück. Das hat auch Stefan Raab hat das mal aufgedeckt, was wie an den Umschlägen klar war, ob es ein Preis oder ein Trostpreis ist. Ehrlich? Da gab es Unterschiede? Ja, also Gewicht, nämlich, Optik? Nee, das war, ob die Kante vom Kuvert, also von dieser Überschlag, ja. Das, was man klebt, ob das gerade war oder abgerundet. Ach, das haben sie für ihn gemacht, dass er das wusste, oder? Genau. Was? Und die haben, und Stefan Raab hat das irgendwie so gesagt, weil das ein paar Mal beobachtet hat. Und ich glaube, Stefan Raab hat das selber für einen Witz gehalten. Und dann, aber das stimmte. Krass. Das ist ja ganz schön also. Ja, aber ich meine, das ist halt in den Jahren nie jemand drauf gekommen, warum auch. Ja, ja. Also ich meine, das ist natürlich super, dass das so funktioniert und die einfach nur sagen, ey, wir holen alle möglichen Umschläge in allen Farben und einmal halt... Ja. Mit Dreieck und einmal mit Gerade oder sowas. Ja, und dann, was halt so, denn Jörg Dräger wusste dann halt auch wahrscheinlich nie genau, was drin war, aber wusste halt immer guter Preis oder schlechter Preis. Ja, wie haben sie das denn unterschieden? Dass er nicht nur wusste Preis, sondern das ist ein hochwertiger Preis? Naja, das war halt, das gerade Kante ist ein guter Preis, eine Reise oder so, ein Reise, ein Auto und der andere ist halt irgendwie ein Trostpreis. Achso, und was war der dann Zonk, halt oder? Ein Zonk? Achso, okay. Ich glaube, in den Umschlägen war nie der Zonk drin. Okay, oder? Okay. Also ich dachte, da wäre eine Zonk-Karte drin gewesen. Gab es das auch? Ich dachte, der Zonk war immer nur hinter den Türen. Na, aber das wäre doch, also weil dann wäre doch irgendwie eine Sicherheit, dass du sagst, ich nehme niemals die Tore, weil ich habe dann eine hundertprozentige Sicherheit, einen Preis dann zu kriegen. Da wären wahrscheinlich auch Zonk-Karten drin gewesen. Ja. Oder ein Z. Da hast du mir Zonk. Doch immer versucht, Stochastik zu erklären. Ja, wahrscheinlich auch schon live auf Sendung 2-3 Mal. Auch mit der Zonk-Variante? Also mit den... Ja, auch mit der Zonk-Variante. Ja. Das hat mich richtig aufgeregt. Genau diese, also die Stochastik-Sache, sollst du das Tor wechseln oder nicht? Das, wie war das? Man heißt, sollte es wechseln. Das, ja, das heißt, das Monty Hall-Problem, das ist der Moderator im amerikanischen Original. Das Monty Hall oder das Ziegenproblem. Und wieso das Ziegenproblem? Weil da sind Ziegen der Trostpreis. Ich hoffe, richtige Ziegen. Das ist ja gar nicht so trostig. Das ist nicht die Show beim türkischen Präsidenten. Was würdest du schätzen, so eine normale Ziege, was sie an Geld bringt? Was die an Geld erstmal kostet. Ich meine, also wenn du Geschenke, was du damit machen kannst. Meinst du, sind Hunderter oder meinst du, sind Tausender, was eine Ziege wert ist? Tausender doch nicht. Eine Ziege ist doch kein Tausender. Außer du lässt die Ziegenmilch produzieren. Ja. Durchgehend. Ich hätte jetzt getippt, so eine Ziege kostet 300 Euro. Wenn du sie kaufst, ja. Aber, ja, ja. Aber Verkaufswert von einer Ziege ist doch nicht so hoch. Okay. Also du bist ja kein Bitcoin, Ziegen, du bist ja kein Ziegenhändler. Weißt du's? Ja, geh aufs Ganze, ich dachte, du wolltest da weiterreden. Geh aufs Ganze, Schwer eingeschlafen, ach genau, Alter. Wie dieses Monty Hall-Problem. Du bist mal live dabei, wenn er so einen partiellen Hirntod erleidet. Das ist ja eigentlich... Nee. Vergleichsweise Basismathematik und dann haben sie... Oh, jetzt will er mich auch noch niedrig quatschen. Also das ist du eigentlich was... Du verstehst es doch versteht auch. Bis auf du die Stochastik. Du vergisst es nur jedes Mal wieder.
Das ist irgendwie wie so ein Elternteil, was versucht, das Kind davon zu überzeugen, dass es nicht voll dumm ist. Du weißt es, Martin, bloß du vergisst es jedes Mal. Im Heim liegt, dem muss man dann jedes Mal sagen, nein, Herr Nöllner, gehen Sie zuerst aufs Klo. Der nicht im Heim ist oder wohnt, sondern der liegt im Heim. In der Eingangshalle immer links liegt Herr Nöllner. Mensch, Herr Nöllner, was ist passiert? Wieso, was ist los? Jetzt liegen hier. Nöllner. Mein Bett ist so hart. Nöllner ist auch ein guter Name. Ja. Martin Nöllner. Martin Nöllner. Er war Zeit seines Lebens LKW-Fahrer. Nöllner. Regional aber. Der ist halt immer nur Potsdam-Berlin gefahren. Derzeit hat Schalke einen Ersatztorwart namens Nübel. Nübel kommt mir aber auch bekannt vor. Ich glaube, aus Stromberg heißt einer daneben. Ah, so. Ja. Und irgendwie, ich wollte gerade sagen, wie ein Sachbearbeiter. Ja, der Stadionsprecher hat neulich auf Twitter auch geschrieben, jahrelang hat er darauf gewartet, das endlich ansagen zu können mit der Nübel. Nicht schlecht. Ja. Da stehst du da wie Jesus am Karfreitag. Und bei Brooklyn Nine-Nine hat er vorgeblich der Chef von der Wache das nicht verstanden, das Ziegenproblem. Der Schauspieler oder die Figur? Die Figur. Und der ist ja sonst so ein versnobter Intellektueller. Das hat mich tierisch aufgeregt. Aus welcher Staffel? Aus der ersten oder was? Nee, der zweiten aus, der letzten, ist ja nicht... aus der letzten jetzt. Wer ist denn da der Chef? Es ist immer noch derselbe. Der bekommt den Posten wieder. Ah, okay. Spoiler. Für eine Serie, in der jede Folge gleich ist. Naja, aber irgendwie Anfang der zweiten Staffel, da kommt doch irgendwie so ein Bekannter und ist für einen Tag und stirbt dann oder so. Also ganz schnell. Ja, und dann, in der vierten Staffel haben sie auch zuerst ein paar andere. Er ist so ein arrogantes Schwein, der ist tot. Was? Ja. Ein paar andere Chefs und dann kommt er wieder. Ich glaube, ist nicht Will Ferrell, der irgendwie für einen Tag dabei ist, Chef, und dann irgendwie ganz blöd umkommt? Ja. Der irgendwie sagt von mir, ich bin allergisch auf Sahne, aber ich esse gerne Kuchen und dann oder sowas. Ja. Ja. Ja, also bei dir war es Glücksrad. Ja, also die erste bewusste und die erste, die ich gerne gesehen habe, war Ruckzuck. Ach, Tele5 damals. Ja, ja. Schön auf den Rücken klopfen. Genau. Oder für das Mikro. Nice. Hier, so ein Ding in Penis! Ja! Weiter. Penis, ey, du darfst das Wort nicht benutzen. Ach, Scheiße. So. Ihr nehmt dieses Wort und den Begriff kriegt ihr dann gleich. Oder sowas. Also für die, die es nicht kennen, das sind Teams, die sich gegenseitig ein Wort wie Tabu, ist ehrlich? Das, glaube ich. Meinst du, irgendwer, der es hört, kennt die, obwohl. Meinst du, irgendwer hört es? Ja. Hier, der Moderator damals, ne? Wie hieß denn der? Aber egal, aber falls ihr aber den noch, egal. Falls ihr den noch vor Augen habt, der Typ hat irgendwann sich natürlich auch zu tätowieren lassen und richtig gepumpt. Und dann gab es halt irgendwann nochmal so einen Ruckzuck-Revival. Der war doch so ein Hemd. Ja, geil. Aber mittlerweile nicht mehr. Geil. Und dann gab es nochmal ein Revival, ich glaube sogar auf Tele5 oder so. Die haben ja eh so einen geilen Intendanten, der aussieht wie ein Klischee eines 90er-Jahre-Intendanten. Und so sieht der halt aus. Irgendwie immer Brusthaare, offenes Hemd, Goldkettchen. Sieht so ein bisschen aus wie Magnum mit glatten Haaren und krasser Typ. Deswegen gab es ja halt irgendwie auch einfach diese Hugo Egon Balder-Idee später mal, wo Hugo meinte, ich wollte das schon seit 10 Jahren machen und endlich hat er einen Intendanten gefunden, der gesagt hat, ja gut, dann machen wir einen Scheiß einfach. Und zwar in seiner eigenen Kneipe in Hamburg. Zwei Gäste, die sich miteinander unterhalten und Wiegald Boning ist da der Redensführer oder wie das heißt, der da die Talkshow da ein bisschen moderiert. Und es wird erst angefangen zu sprechen, wenn die beide halt mindestens eine Promille haben oder sowas. Mhm. So. Und dann ging es halt einfach nur weiter, dass sie halt die ganze Zeit trinken bleiben. Es hat sich nicht so großartig irgendwie, nicht so gut funktioniert. Meist war Helle von Sinn dabei und die war mal voll Hacke und hat sich dann auch echt um Kopf und Kragen geredet. Naja, aber wenn du so einen Intendanten hast, der Sachen ausprobiert, das ist natürlich auch schön. Erstmal grundlegend. Willkommen hier zu unserer Abend-Talkshow. Zwei Gäste, ein Matt Eagle. Ja. Kennst du noch Dallas? Mit Karl Dall auf RTL? Ich glaube nur vom Hörensagen. Ich glaube, das Intro war von Dallas dann die Musik, bloß dass halt irgendwie lustigerweise nach den damaligen Greenscreen oder ähnlichen Dingern versucht wurde, immer
seinen Kopf irgendwo reinzuschneiden in den Vorspann. Dass er so rumflog und guckte so matschig lustig. Und da wurde halt auch gesoffen und geraucht die Nacht durch. Und dann wurde halt dann aufgezeichnet. Ja, da durfte man im Fernsehen noch rauchen, das waren noch gute Zeiten. Von der Sitzaufteilung wie 7 Tage, 7 Köpfe, bloß dass die halt das ganze Studio so ein bisschen mehr dunkel, mehr Stahl und Plastik. Also das später in den 90er, also späten 90er waren die Studios ja immer so bunt. War ja immer wie so eine Rama-Werbung irgendwie aufgebaut. Ja. Aber es war ja keine Quizshow. Quizshow, welche haben wir denn da noch? Ich glaube, da gibt's hier, der Preis ist heiß. Ja. Ah, stimmt. Das hat ja damals auch immer gesehen. Hugo, Egon, Quatsch, Harry Weinfurt und... Das war doch nicht die Musik. Ah, ja, ja. Ja, stimmt. Und Walter Freiwald. Walter Freiwald. Der da ja irgendwie immer ganz sympathisch lustig drüber kam. Bloß dann, als er dann irgendwie 20 Jahre später im Dschungel war und quasi ein bisschen Gehör gekriegt hat, dachte ich so, ach du Scheiße, was für ein Spinner. Der ist so ein halber Reichsbürger. Also richtig gruselig. Ich fand ihn ja immer lustig irgendwie bei dieser RTL, was war denn das? Später war der bei dem RTL-Shop, glaube ich, heißt diese einfach der ganze Sender. Oder QVC oder so, ja. Und da hat er halt eigentlich aller Werner Schulze-Erdl auch so am Tag, glaube ich, 24 Stunden durchmoderiert. Und er konnte sich halt über, also so gespielt schlecht, aber halt auch wie so ein Auto, zweiter Auto. Da gibt's von Karl Kofen ein super Ding, wo Walter Freiwald so ein Massagekissen erklärt. Aber wie er sich über alles freuen konnte, fand ich. Aber das war einfach so geil. Wir haben so ein herzförmiges Kissen irgendwie aus Hartplastik. Und da drin, der Massagemotor ist stabförmig und herausnehmbar. Und wie Walter Freiwald sich da so rumredet, was er da eigentlich gerade verkauft im Teleshopping. Damit können Sie auch sich an schwer erreichbaren Stellen lassen. Ja, das ist so ein bisschen wie dein Dreh für das Fraunhofer-Institut, wo du diese neue 3D-Funktion gesagt haben. Dann können sie den Schauspieler live, also sie können um den herum gehen, sie beispielsweise Actionfilm. Ja, oder sie liegen im Bett und können sich einen Film ansehen und sich können mit dem Kopf dann den Schauspieler näher kommen in Literaturverfilmungen. Es ist für Porno. Porno. Ja. Hast du einen Fernseher im Bad? In der Küche? Im Bad? Nee, wieso? Läuft Fernsehen aus in der Küche? Ja, genau. Irgendeine Katze sitzt da und guckt Alf. Der isst uns. Der redet nur darüber. Der hat ja in einer Folge gesagt, als der Lucky versucht hat zu essen, und meinte, oh Gott, ich bin der Katzlieber. Pui, pui. Wenn das meine Tante mitkriegen würde. Ich hasse ja immer diese dummen Posts auf Facebook, markiere jemanden oder kommentiere jemanden. Bitte, bitte. Aber irgendjemand hat halt so einen Raum voll mit Katzen gepostet. Und dann kommentiere den Namen von jemandem, für den das der Himmel wäre. Und ein Kumpel auf mir hat drunter geschrieben, Alf. Auch wieder da. Internet. Peter hat übrigens so ein geiles Bild auf Facebook gepostet von ich glaube, er hat es hingelegt, eine Bananenschale an einem Abgrund. Das ist halt so ein Abhang am Meer, also so eine Klippe. Wieso glaubst du, dass er es hingelegt hat? Klippe, ich vermute, dass er das Foto gemacht hat und nicht online irgendwo gefunden. Er kann ja auch so das Foto gemacht haben und die Banane dort gesehen haben. Aber also auf jeden Fall ein super Bild, so eine Klippe und dann so eine Bananenschale davor. Oh, meine Güte, ey. Er war zwar sicher, aber dann. Ja, jetzt will er es mir zeigen, schätze ich mal. Großer Content für unsere Zuhörer. Es gab doch so viele Quizshows. Obwohl, es ist halt auch das Jahrzehnt gewesen der Talkshows, ne? Aber, okay. Das ist ja süß. Ja, aufpassen. Ne? Ja, Obacht, Kamerad. Ja. Meine Herren. Ja, mir fällt das so, was kann man noch sagen, die 100.000 Mark Show. Geil, du kommst ja echt auf alle Dinger. Mit Ulla Kock am Brink. Alter, da bin ich aber echt gestorben im Bett, wenn ich das so alleine geschaut habe. Ja, das war auch so eine Primetime-Show, ne? Ja. Das war 20.15 Uhr. Also Ende Moll hat das ja produziert. Ich glaube, das war der Mann von Linda. Weil die. Weil ich glaube halt, der Bruder, also die ganzen Ende Molls, die haben ja halt irgendwie krass viel.
Content geschaffen im deutschen Fernsehen, also RTL-mäßig. Aber das wäre. Die haben Content geschaffen, aber Content kreieren noch gar kein Wort. Da hieß es noch Sendezeit füllen. Ja. Die haben doch auch Traumhochzeit gemacht. Mhm. Aber warte mal, das Prinzip von 100.000 Mark schon müssen wir vielleicht erstmal erläutern, weil ich das gar nicht mehr auf dem Schirm habe. Vier oder fünf Pärchen treten gegeneinander, werden einen nach dem anderen aussortiert und können am Ende bis zu 100.000 D-Mark gewinnen. Eine unvorstellbar hohe Summe. Damals schon. Ja. Aber was, also wirklich, wie sie sich da Gesundheit mehrfach malträtiert haben, das wäre ja heute mit einer Million dotiert, die Show, mindestens. Ja, ja. Also erstmal. Aber was wurden denn da für Sachen? Das waren auch mal so eine sportlichen Dinger, oder? Am Anfang ist so ein Parcours, da fliegt schon ein Paar raus. Okay. Nur die schnellsten Paare kommen weiter. Oder nein. Der im Parcours hat nur ein Paar überlebt. Die anderen vier mussten sofort wieder nach Hause gehen, glaube ich. Ja, aber wieso? Und das andere Paar hat dann ein dummes Spiel nach dem anderen gemacht. Der heiße Draht oder so, Quiz. Aber ich dachte, das war auch ein Teil vom Pock. Okay, krass. Oder haben die da schon mehr aussortiert? Also ich weiß nicht, wie genau es aussieht. Also der heiße Draht war davon. Weiter, links. Ja, mach alleine. Ho. Und dann dieser große heiße Draht. Es war ja nicht halt diese Kinder, sondern die standen auf so einer Hebebühne. Einer musste die Hebebühne bedienen. Ja. Und der andere hatte das. Dann mussten sie Fragen beantworten. Und vor allem das Krasse war ja, am Ende war es ja durchaus eine Möglichkeit, dass sie nicht die vollen 100.000 Mark gewinnen oder gar nicht gewinnen. Ja. Die konnten dann leer ausgehen bei der Show. Ja. Das war ganz geil. Also ich glaube, dass die Traumhochzeit so eine abgeschwächte Version war, weil da waren halt auch immer ganz viele Spiele, die sollten aber irgendwie mal lustig sein. Also eventuell wurde jemand nass, das war halt nicht so ein krasser Kampf. Und dann wurde in Holland geheiratet, live noch an dem Abend, was aber irgendwie wohl rechtlich damals in Deutschland dann nicht anerkannt war. Mhm. Also es gab dann wohl auch Paare, die gesagt haben, ja, oh, schön, und dann tschüss. Sehr hier, ist nur fake. Die haben sich schön gefreut, jetzt die Gouda eine Hochzeit zu feiern. Ja. Rechts, ne? Also es ist eh so krass, wenn du halt da irgendwie, morgens um fünf aufgestanden bist dann halt da nach Holland gefahren, Produktionsding, den ganzen Tag bist du halt da, dann irgendwie aufzeichnen und dann ballerst du da halt irgendwie 4 Stunden durch die Show durch, bist voll gerädert und weiß nicht mehr, wo oben und unten ist und dann kriegst du halt so ein Anklettkleid, die sahen ja auch alle mal gleich aus und dann schnell hier, ja, super und dann denkst du, was war denn jetzt? Dann fährst zurück, sitzt du halt wieder irgendwie im Regionalexpress und denkst, boah, voll geiler Scheiß, ey. Also, naja. Ja. Aber das sind diese großen. Ich dachte, es gab noch Nachmittag so viele Dinger. Gab es nicht irgendwie vor, danach Glücksrad noch so ein Ding, was ich gerade verpenne? Bestimmt, ja. Mir fällt noch ein, weil das. Ist Hugo 90er? Hugo, ja. Ja, die Telefon, diese Call-In-Show. Ja, da kannst du anrufen und dann ein schlechtes Super Nintendo-Spiel spielen. Freunde, ruft nicht an, wenn ihr eine Wählscheibe habt. Das funktioniert nicht. Ich habe doch angerufen. Ja, wir versuchen es. Oder, das war, glaube ich, Teil des Frühstücksfernsehens oder sowas, der goldene Schuss. Kennst du das noch von Sat.1? Meinst du nicht den Superball? Aber ich dachte, der goldene Schuss war doch das mit der goldenen Armbrust auf den goldenen Sat.1-Ball. Okay, dann meinen wir andere Sachen, ja. Und da war dann halt entweder ein Prominenter oder die Moderatorin. Und die hat sich immer so eine peinliche, große Brille aufgesetzt, also zum Verdecken der Augen. Ja. Und dann musste sie halt nach den Ansagen vom Telefonkandidaten dann halt irgendwie das Fadenkreuz hoch, rechts, links und hatten dann halt begrenzt Zeit, dass sie dann exakt auf die Linie, weil das hing, also der Preis war, glaube ich, immer so ein Goldpaket, also was irgendwo hing, und dann musste sie exakt auf die Linie. Aber das Fadenkreuz, also wenn sie losgelassen hat, dann blieb das nicht ruhig stehen, sonst waberte halt immer so. Und dann gab es natürlich immer Zeitverzögerung durch dieses Telefon und Studium. Wir zurück, links, rechts, sie müssen irgendwann Schuss sagen, und es ging ja gleich zu 90% immer daneben. Was war denn das Problem? Ich kenne das mit dem Superball, aber das gleiche Prinzip. Jemand sitzt an einem Joystick und von oben kommen halt so Bälle und du musst den Sat.1-Ball vor den Bällen bewahren. Und außer links. Und der ja, das kenne ich auch, aber das war so ein Telespiel. Ne? Ja, genau. Ja, aber das andere waren wirkliche Armbrust, die dann abgeschossen wurden. Nee, das kenne ich mehr. Weil ich weiß, bei dem Telespiel haben sie auch mal aufgedeckt, die Bälle, die von oben kommen, sind manchmal so, dass niemand ausweichen kann. Okay. Also selbst wenn du es selber kontrollieren würdest, wenn der Ball langsam ist, du könntest nicht ausweichen. Von der Reaktionszeit? Ja. Nee, von den Winkeln her.
Wenn du dem einen ausweichst, kommst du in den anderen rein. Ach so, okay. Also es ist dann halt, dass man sagt, von wegen, wir wissen, ab 25 Sekunden ist es eh Schluss. Ja. Und es kann also niemand halt, die 30, genau, die volle Zeit schaffen oder so. Bewusster Beschiss einfach. Krass. So ein bisschen wie, das habe ich mal gehört, diese Rummelkrallen. Ja, ja. Dass die... jede 30. greift zu und vorher ist es immer weich. Ne? Ja. Also, ja. Schöner Beschiss. Aber was ist, wenn du gerade da bist, wenn die 30 voll ist? Oh, wir müssen auf den Rummel, einen Burger und dann auf den Rummel. Ja, das hatten sie nämlich mal gezeigt. Da gab es ja halt irgendwie, wenn ich du wäre, die Juck und Klaas, blabber. Dann war, glaube ich, eins der ersten Dinger, als sie auf dem Weihnachtsmarkt waren. Und da war halt dann so der Gag, wenn ich du wäre, würde ich jetzt halt hier so lange an dem Automaten arbeiten, bis du einen Preis kriegst. Und meinte, das ist doch scheiße nicht lustig. Das kostet ja nur Geld. Mhm. Und dann hat er es halt gemacht, hat einen 50er in Euro-Stücken halt gewechselt und war, glaube ich, bei 32 Euro, was er drin hatte. Mhm. Und dann hat das Ding gegriffen. Und was hat er ein 2-Euro-Stofftier dafür bekommen? Naja, 2 Euro. Also ich glaube, selbst im Einkauf, also wenn du es kaufst, also im Verkauf ist dann wahrscheinlich nur nicht mehr 2 Euro und im Einkauf ist es wahrscheinlich irgendwie 5 Cent, weil die da so eine Tonne von kaufen. Es gibt irgendeinen, der macht so YouTube-Videos, der heißt irgendwie der Jahrmarkt-Physiker oder so, und der analysiert, wie teuer die Preise sind und was es ist und wie die Spiele dich bescheißen. Gesundheit. Entschuldigung. Also wie halt der Beschiss ist und wie theoretisch die beste Variante wäre zu gewinnen. Okay, also ist aber dann schon so, wo man sagt, es gibt Möglichkeiten und es ist nicht reiner Beschiss. Ja, es gibt, aber es ist halt einfach, manches ist halt so softer Beschiss, zum Beispiel die Basketballkörbe. Die du halt so hintereinander immer so wirfst oder was? Ja, also wo halt ein Korb ist und du wirfst halt immer den... Auf Zeit, ne? Genau. Und der hängt nicht auf der Höhe von einem Basketballkorb. Der hängt irgendwie ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer. Das heißt, wenn du trainiert auf den Winkel bist, dann hast du Probleme. Ja. Okay. Ja, also halt, wenn du halt eigentlich denkst, ja, ich kann ja Basketball spielen, ich bin ja ganz gut daran. Und du hast halt immer diesen einen Wurf auf die Distanz. Und ich glaube, die Distanz stimmt, aber das ist die Strafwurflinie. Okay. Und da prallst du dann ständig dumm ab. Okay. Naja. Ja. Coole zum Thema passende Geschichte. Was gab es denn damals noch? Lustig, ich habe es gemacht und wusste gar nicht mehr, wo es herkommt. Dachte, was macht der denn jetzt? Toast of London. Aber reden wir gerade. Die Abenteuer von Schauspieler Stephen Toast. Hast du Töne? Das fand ich damals immer super. War das auf nicht Vox? Lange, aber mit auf Vox. Mit Matthias Obdenhövel, man nennt mich auch die Mutter Teresa des Talkshow, des Quizshows, des deutschen Quizshow-Fernsehens. Wieso? Weil er immer Brillen so viele getragen? Tipps gegeben hat. Ach so. Also der hat schon wirklich da den Leuten teilweise sehr unter die Arme gegriffen. Aber wenn es halt. Aber hast du Töne, war auch ein super Konzept. Aber das war so eine richtige Wissenssendung, ne? Also du musst da richtig so Musikwissen haben, sonst wäre es Banane. Und dann echt in allen Sparten sehr, also es ging ja dann echt in. Also entweder Originaltext. Oder ich glaube, ein Ausschnitt 90er, aus einer Melodie oder eine Übersetzung von Text. Okay. Ja, das muss später in den späten 90er gewesen sein. Aber das lief nicht lange. Aber es war auch auf Vox, eh keiner geschaut. Es war wahrscheinlich echt nicht die Quizzeit, oder? Wir sind gerade komplett leer, weil ich habe echt das Gefühl, es ist für geistige Höchstleistung wieder aufgelegt. Das ist auch geil, du hast dir die Socken über die Hose gezogen. Ich habe mir gerade. Ich habe die nicht über die Hose, die sind so lang. Guck. Köln-Assi, die Hose hochgekrempelt. Okay. Ich revidiere meine Ausgabe. Warum hast du Skisocken? Warum ich die habe? Ja. Weil ich jeden Dienstag Ski fahre. Ah, deswegen können wir den Dienstag sommer nicht. Ja, schön, dass wir darüber geredet haben mit euch. Wieso sind wir durch oder was meinst du jetzt? Ja, ne, was haben wir noch? Nein, komm, wir kriegen noch eine Quizshow. Ja, eine richtig gute. Ohne, dass wir googeln. Ja, echt im Gehirn rum. Eine richtig googeln. Gute, was haben wir denn? Ja, oder generell eine. Wer hat denn, ja. Gab's, irgendwie einfach nur Bargeldgewinner? Was? Ja, oder irgendwas muss doch von einer Frau moderiert gewesen sein, so wie die. Ja, also Linda de Mol hat ja. Ja, stimmt, ja. Und Ulla Kock am Brink, ja, super, Klaus. nee, von einer richtigen Frau, meine ich. Von einer Brünetten. Schreinemakers Live, nee, ist auch Talkshow. Ilona Christen Talkshow. Bärbel Schäfer Talkshow. Gesundheit.
Hans Meiser hast du doch mal erzählt, ist jetzt Verschwörungstheoretiker. Ah ja, der ist professioneller Verschwörungstheoretiker. Das Lustige ist ja, dass er vorher irgendwie immer so ein Gast oder Auftritt von 2 Minuten, der kleine Mann hieß das, bei ZDF Neo Royal, wie heißt denn das, mit Böhmermann, diese Show da. Und dann war da, also da ist ja eh immer sehr aufgeschlossene politische Satire und dann plötzlich kippt das so und dann ist er jetzt so ein Aluhelmträger geworden. Aber weiß ich ja nicht, in welchen Kreisen man dann so zwischendurch in der Kantine hängt oder. Ich kann mir vorstellen, dass da auch ein paar Leute abgegriffen werden. Ich meine, wenn du jahrelang bekannt bist für allgemeine Talkshow, du musst dich dann ja auch mit den dümmsten Sachen durchquälen. Mhm. Also, wo war das bei Seth Meyers oder Stephen Colbert, wo dieser Dr. Phil gerade da ist? Ich weiß nicht, hat der mal Colbert. Hat der eine Call-In-Show gehabt oder eine Talkshow? Der hat, ich glaube, eine Call-In-Show. Und dann haben sie halt irgendwie gesagt, dass er das schon so viele Jahre macht und doch eigentlich alles gehört hat. Und dann meinte er, das glauben immer die Leute. Aber ich habe letztens zum Beispiel wieder was gehabt, meinte er, dass da halt eine Frau gekommen ist und deren Problem ist halt, die glaubt halt seit 4 Jahren, dass sie schwanger ist. Und dann dachte von wegen so eins ist Phänomen. Und da gibt es halt wohl eine richtige Sparte von Frauen, die zusammengeschlossen haben. Es gibt Internetseiten, Foren, wo die drüber reden, dass die ja schon halt ewig schwanger sind. Und das ist halt einfach nur so ein krasser Kindheitswunsch und die haben halt nichts. Aber das Geile ist, wie das an amerikanisch geklärt wird, weil dann irgendwie Stephen Colbert gefragt, ja, was machen sie denn? Ja, als allererstes rede ich mit denen und sage, du bist nicht schwanger, guck deinen Bauch an, hier ist deine Untersuchung, du bist. Und ich dachte, okay. Wenn du jetzt jemanden hast, der glaubt und dann, aber darum geht, da ist es ja eine Krankheit, ganz klar, diese Einbildung. Aber da habe ich auch gedacht, krass, also wie bizarr ist irgendwelche. Und da meinte er, aber es gibt auch das lustige Gegenteil, was heißt lustig, aber das Gegenteil, dass halt auch schon oft passiert ist, dass Frauen schwanger sind, ist überhaupt nicht mitkriegen. Ja, das kenne ich, ja. Weil die halt gar nicht irgendwelche großartigen körperlichen Veränderungen mitkriegen. Und die merken erst, dass sie schwanger sind, wenn die Entbindung losgeht. Dass sie denken, ach du Scheiße, was ist das für Schmerz? Oh Gott, ich muss Arzt zum Arzt. Und dann plötzlich, ja, weil sie gerade ihr Kind kriegt. Ich krieg was? So, und dann denkst du, das ist ja auch krass. Und das sind aber ganz normal entwickelte Kinder. So, also. Da ist halt alles gesund dran, aber ich dachte, wie geht denn das? Wo rutscht denn das hin? So, also, die hatte schon immer so einen großen Rücken, weiß ich nicht. Schönen Buckel. Ja, genau. Aua, aua, aua. Ja. Wie kam man denn jetzt darauf? Wurde auch abgesagt, leider. Wo ich dich ja auch nochmal kurz angesprochen hatte. Was wurde abgesagt? Diese Schiller-Nummer. Schiller nochmal? Ja, Judith hatte mich doch mal angefragt wegen so Schiller-Szenen. Ich finde so eine komische Show. Und das ist ja auch schon Bescheid ewig, gesagt? Ja. Und das sollte aber jetzt dieses Wochenende sein. Klein gegen groß war das, ne? Ja, genau. Und da haben sie jetzt irgendwie andere Leute genommen. Buh, sagen sie Buh? Nein, ich sage Buh eins. Also ich bin jetzt nicht böse darüber. Hey, Geld. Das hätte so, weiß ich nicht, was haben wir da, 1000 Euro oder so vereinbart? Echt? Ja. Okay, das ist jetzt scheiße. Jetzt bin ich sauer. Ja, Moment mal, jetzt. Aber ich glaube, die haben jemanden gefunden, der es für 10er macht oder so. Ich wollte gerade sagen, also echt irgendwie einen Schauspieler leider ins Studio bringen und sagen von wegen, ey, du kannst dafür die Kabel schleppen. Kriegst du leider. Leider. Ja, beziehungsweise vielleicht auch nicht jemand, Jeopardy. Der den Text kennt. Stimmt. Und moderiert von Frank Elsner. Und Frank Elsner ist doch die Quizmaschine Deutschlands, der erfindet Wie bitte? Aber hallo, auch 90er, auch Frank Elsner. So, RTL, meine Güte. Hier. Und geiler fand ich noch mit Sonja Zietlow, nachdem sie Hugo moderiert hatte, das schwächste Glied. Was war denn das? Hieß das so? Ich dachte, einer fliegt. Nee, der schwächste fliegt. Der schwächste fliegt. Es gab dann das schwächste Glied von Sonja Zietlow, der Analkasper. Ach nee, oder war das nur meine... ich weiß es nicht. Die Show heißt im Englischen The Weakest Link. Link aus Zelda? Ja. Ja, ist nicht lustig, Aaron, aber ich kann dir mein T-Shirt zeigen. Ich wollte ja nur meine... Habe ich es gerade an? Ich habe es echt gerade an. Nice! Ja, leck mich doch am Arsch, ich wusste das nicht. Das ist guter Audio, das ist Content, Freunde. Achso, ihr seht das ja gerade. So Minuten später. Oder? Oder denkt ihr nicht auch? Nehmen wir das nicht auf Video auf? Mit versteckter Kamera? Und du bist wirklich schon 18? Dirk zeigt jetzt auf seinen Kopf.
Oder wo tut's weh? Wo war jetzt Frank Elstner? Mhm. Quiz Gott. Aber Hallo und Jeopardy und das schwächste Glied. Meine Herren, ey. Was war denn das nochmal, das schwächste Flieg? War das auch eine Colin-Show? Eine Quiz-Show, wo dann am Ende die Gruppe entscheiden muss, wer jetzt aus der Gruppe rausfliegt. Alter, da fällt mir noch diese Quiz. Wie hieß denn diese Quiz-Show? Wo, also den Moderator kannte ich gar nicht. Ich glaube, der hat später nur irgendwelche Polit-Talk-Shows gemacht auf Sat 1, wo, glaube ich, 10 oder sogar 20 Kandidaten immer an so einzelnen Säulen in so einem Halbkreis standen. Und dann ging es halt irgendwie so Fragen. Mhm. Und die mussten halt jeder sich irgendwie retten, weil jede Frage gab es halt immer so einen Block für die hoch. Und nach jeder Runde wurde geguckt, wer halt die schwächsten drei. Und dann, oder war es der schwächste Flieg? Nee, also weil dann wurden halt immer welche ausgesiebt und ausgesiebt. Ja. Und da war damals, mein damaliger... Also der schwächste Flieg war auf jeden Fall so ähnlich aufgebaut. Ja, mein damaliger Englisch-Nachhilfelehrer, der dann später halt Realschullehrer Herr ist. Herr Nöllner. Genau. Nee, wie hieß er denn nochmal? Matthias Ruven-Recke, oh, falls der Name jetzt wichtig ist. Hallo, Matthias. Wir piepen das aus. Ja, genau. Schreibt uns eine Rezension. Und der wurde dann, der war so nervös, der hatte zwei Fragen gehabt und die hat er beide versemmelt. Und du konntest nämlich entweder keine Punkte machen oder das Prinzip war auch, wenn du falsch beantwortet hast, hast du auch negativ. Also hast du Blöcke gehabt, dann wurden die abgezogen, hast du keine Blöcke gehabt, dann warst du halt bei minus 3 und bist definitiv geflogen. Wie bei Jeopardy. Du kannst bei Jeopardy auch Minus-Einkommen anhalten. Okay. Na, jedenfalls hat er seine erste Frage war: Wie viele Beine hat eine Spinne? Und er: 6? Ja, gut, er war jetzt kein Bio-Nachhilfelehrer, das wäre ein bisschen blöder gewesen. Aber der hatte dann halt eben noch ein anderes Ding, wo da haben wir ihn lange aufgezogen. Aber muss ja sagen, Kinder sind auch eklig. Es gibt bei einen schönen Jeopardy-Sketch bei den Simpsons zu diesem negativen Ding. Irgendwie Marge und Homer, ich glaube Marge ist es, die dann spielt und versucht bei Jeopardy Geld zu gewinnen, hat dann am Ende minus 600 auf dem Konto und will gehen und plötzlich lauert der Moderator hier auf. Marge, haben Sie nicht etwas vergessen? Sie schulden uns noch $600. Aber ich dachte, das wäre ein Witz. Ja, denken hier einige. Was war denn das bei Prinzip bei Aber Hallo? Dass zwei Leute irgendeine dumme Wette, also prinzipiell, was wetten das, aber zwei Leute, die es gemacht aber haben, gegeneinander. Aber im kleinen RTL-Studio, nachmittags irgendwie. Ja. Und da war, ich habe nämlich nur noch im Hinterkopf, da war oft so ein Muskeltyp, der halt irgendwie so ein Auto geschleppt hat. Genau, so eine ausgehöhlte Ente oder sowas auf dem Gurt. Und da ist ich so, aber hallo, und ich wusste immer nicht, was das sollte. Oder so ein anderer Typ, der dann, ich kann 25 Ziegelsteine nebeneinander hochheben. Und denkst du, ja, aber ich weiß hier halt nicht mehr, was halt die Quiz-Idee war des Ganzen. Nee, ich glaube, es waren immer zwei Leute gegeneinander, die halt irgendwelchen dummen Scheiß gegeneinander gemacht haben. Ja, aber was war denn das? Aber das war doch Aber Hallo. Ja, das war Aber Hallo. Na, aber ich sag doch gerade von wegen, da war ein starker Typ, der ein Auto geschleppt hat. Ja, nee, oder? Da waren zwei starke Typen, die haben beide ein Auto geschleppt und die haben geguckt, wer es weiterschleppen kann. Achso, und zwei Quiznasen mussten da hinten wetten, welcher von beiden schafft. Ich weiß gar nicht, ob das da noch drauf gewettet wurde. Oder ob das nur die waren, die im Team gegeneinander gespielt haben. Also ob es eher wie so eine Kinderspielshow war. Apropos, genau, sowas fällt mir nicht ein. Wie hieß denn diese Sat.1-Kindersendung am Samstag? Wo dann halt die Kinder später durch so ein komisches Parcours, wo durch Kinder Schleim und alles Schleim und sowas rumgeplatscht sind und das war irgendwie so Quietsch, Quatsch, Traubenmatsch, sowas. Weiß ich nicht, ne? Weiß ich nicht. Weißt du nicht, ne? Ist ja sehr bequem. Schön, so ein Duell, Polit-Duell. Wissen Sie nicht, ne? Ist es jetzt? Ne. Ja. Wer war denn das nochmal? Der irgendwie so ein großer Kandidat in Hessen, CDU oder SPD? Ich komme ja durcheinander da bei denen. Nee, Bouvier ist CDU, ne? Ja. In Hessen. Dann war das nicht Volker Bouvier. Egal. Jemand, der dann stand auf so einem Autorasthof und meinte, kann nicht sein, dass die LKW-Fahrer hier unter der Woche bis zu 40 Stunden fahren und im Wagen selber schlafen und niemals Pausen haben. Und dann einfach so ein Moderator, Reporter, das wollen Sie ändern? Ja, auf jeden Fall, selbstverständlich. Was denn Ihre Idee? Ja, das stand da so im Leer. Ich glaube, es war die Szene aus der letzten Wochenshow. Nee, wie heißt es? Heute Show. Heute Show, ja. Ja. Ich habe
Übrigens mal dieses, ich habe dir noch diesen Ausschnitt von Obama geschickt. Ja. Wo Obama über die Republikaner jetzt redet. Und ich habe mal das ganze Ding jetzt gesehen. Das ist sehr unterhaltsam. Also traurig, aber sehr unterhaltsam. Das Problem ist, aber auch wieder, Stand-up-Comedian. Das sind ja im Publikum keiner überzeugt wird, sondern das sind überzeugte Demokraten. Das finde ich halt immer das Schwierige. Es ist, als ob euch an der Tür jemand eine Alarmanlage verkauft und deren Partner steigt euch hinten durchs Fenster und raubt euch aus. Das sind die Republikaner. Was ist denn das hier? Ein photischer Niesreflex, hör auf ins Licht zu gucken. Hier ist gar kein Licht. Hier ist Staub. Hör auf, in den Staub zu gucken. Staub? Das ist ein staubscher Niesreflex. Staub? Das könnte sein. Ich schreibe mal Curry auf. Irgendwas mit Curry. Ja, bei der Kindersendung nimmst du dich raus, das willst du auch gar nicht irgendwie in deinem Kopf suchen. Sagst du, egal. Ich kann mich nur an eine Kindersendung erinnern, wo sie immer das erste Level von Super Mario auf dem NES gespielt haben. Ja, stimmt. Aber das war auch so eine Sat.1-Game-Show. Mhm. Und immer wenn jemand rausgeschmissen wurde, dann wurde er auf so eine Plattform gestellt. Es waren so ganz viele Kinder im Studio und der Moderator schrie, beamen. Wie du alles kaputt machen musst, was ich hier aufbaue. Immer und immer und immer. Das ist so destruktiv. Das zieht mir so die Energie aus den Schuhen. Ich bin immer kurz vorm Weinen hier. Meine Herren. Freunde, sag doch mal was. Sein schlechtes Hundegewissen da. Macht er sich so dünn, dass er unter der Türschwelle runter durchschieben kann. Der Winselklaus. Beamen. Ja. Wir denken, wenn ich es dreimal mache und vergiss das vielleicht, dann ist er wieder total glücklich. Beamen. Aus der Dose funktioniert sogar. Ich habe das neulich mal gespielt, das erste Level von Super Mario auf dem NES. Meine Güte, ey. Super Mario auf dem NES? Hä? Da hast du doch gar keinen NES. Das ist jetzt Teil von dem Switch-Download-Paket. What? Aber war das nicht damals noch, wo man nicht abspeichern konnte? Ah, nee, es war Super Mario Land auf dem Gameboy. Das konntest du durchspielen oder lassen. Ja. Das ist auch geil gewesen. Spiel es durch oder lass es. Scheiße, ich bin jetzt bei Tatanka und ich habe nur 3 Leben. Oh Gott, ich habe eine Woche gespielt. Nachts Pause gedrückt, aufgeladen. Alle 3 Stunden habe ich neue Batterien reingetan. Ich habe gelernt, wie man bei einem Gameboy einen heißen Batteriewechsel durchführt. Ich schlage immer die Brücke mit meiner Zunge. Aha. Oh, das ist ja gut, ey. Ja, die Sendung war. Ich glaube, es gab dann noch am Wochenende, das war keine Quizshow, aber die lief davor, danach, dieser Kinder-Game-Show, die ist Super TV. Aber ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Super. Da hatten die so ein Fake. Super TV. Alter, Finne, als ob deine Lebensaufgabe ist, immer irgendwie den Dirk immer so Stöcher in die Speichen zu schmeißen, wenn er mit seinem neuen Darmfahrrad über die Straße fährt. Darmfahrrad? Ja. Darm. Ja. Hey Dirk, du hast keinen Sattel. Ich weiß. Ja, mir hat man immer gedacht, ich will keine Namen nennen, dann kriege ich wieder Ärger und habe noch weniger Freunde. Sag mal, ist das der alte Lampenschal, der da liegt? Wo? Hier? Ja. Ja. Ja, und habe ich halt einen Gast, einen lebendigen Gast ausgezogen. Wird eher abgezogen draußen, kann ich es aber schön drin machen. Er hat geschlafen. Ja. Sagen wir mal. Ein Roofie für unseren kleinen Klamottenshop. Was? Ich meine, noch ein Bier? Was ist denn das? Wenn die Leute Dinge immer ansetzen, denken, das ist politisch ungerecht, da kriege ich wieder einen Hate. Nee, ich wollte gerade, du hast Bier gesagt und davor habe ich gedacht, müssen wir eben einen Cocktail. Und dann nennen wir den Cocktail den Bill Cosby, aber dann hast du Bier gesagt und dann. Aber wie spät es bei dir funktioniert. Ja, heute ist ein bisschen langsam. Ja. Spielen wir noch eine Runde Surgeon Simulator, wenn wir fertig sind. Was spielst du? Surgeon Simulator. Aber geht das auf Zeit? Nee. Okay, dann ja. Weil wenn irgendwas schnell ist, glaube ich, du musst nur deinen Patienten irgendwie retten. Und dann will ich dich nochmal Fortnite spielen sehen. Oh nee, heute nicht. Wieso denn? Bin ich zu fertig für. Kann man da nicht langsam gehen oder muss man das immer schnell machen? Du kannst so langsam gehen, wie du die Teenager überlebst, aber es ist nicht. Scheiße. Den Stress halte ich nicht durch heute. Ja, okay. Schnelle Bilder wäre, glaube ich, nicht gut für meinen Kopf. Ja, gut.
Und das war eine neue Bombenfolge von Für Nüsse. Fazit, was ist so dein Lieblingssender aus den 90ern? Sender? Nein, Sendung, habe ich gesagt, aber ich meine Quizshow. Ich gehe aufs Ganze. Ja. Ja, würde ich unterschreiben. Gut, das war die richtige Antwort. Oh, wie schade. Oh, wie schade. Da ist jetzt ein neuer Ton erfunden. Wir nennen ihn den Gmülf. Der ist zwischen Cis und E. Wir möchten jetzt mal ein klares Gmülf hören. Oh, perfekt. Studierter Sänger. Ja, Dirk, wo finden die Leute das Internet sonst? Oh, heute wird's schwierig. Weil wir Wracks sind. Weil wir was? Wracks sind. Ach, Wracks? Ich sind Bracks. Bracks. Wir sind dänische Beleidigungen. Nee, du Bracks, ey. Du kannst doch nicht mehr Bracks sagen. Überlegst du jetzt ja. auf die Frage, die mir gestellt hast? Ich habe es mir immer in die Hände geschrieben, immer. Also, und heute habe ich sie gewaschen. Ich trottel. Für Nüsse mit Dirk und Klaus auf iTunes Stitcher? Radio und Podcast. Stitcher Radio Addict? Heißt das? Stitcher Radio heißt das, ja. Die App. Stitcher. Okay. Achso, für Dirk und Klaus. Ja, ich meine. Was ist für Dirk und Klaus? Was gibt's für Dirk und Klaus? Nüsse. Ja. Nüsse für Dirk und Klaus? Nüsse? Nein, ich bin Jonas Wagner. Gehen Sie, ich habe eine Pizza bestellt. Ja, aber ich habe noch einen Mörder-Gag jetzt vorbereitet. Denk, besser als meiner gerade? Fast. Schreibt uns eine gute Bewertung bei neutraleschule.de. Nein? Verstehe ich nicht. Das ist diese AfD-Petz-Seite, wo man Lehrer verpetzen kann. Ah, okay. Ich dachte, das wäre das Pendant zu krasseschule.de. Krasseschule.de für Folge 50. Ja, das, ich glaube, weil ich gesagt habe, es werden wir uns nicht mehr merken, werden wir es definitiv merken. Ne? Aber ja. Du hast ja auch, glaube ich, einen Eintrag gemacht letztes Mal. Naja, klar, auf jeden Fall. Naja, klar. Wie wäre denn die Aufzeichnung der 50. Folge? Oh Gott, die Gurken. Ich hoffe, das ist nicht ein Tag nach einer Feuerzangenbowle. Oh Gott. Ich glaube, da bin ich froh, wenn ich atme und weniger breche als vorher. Nee, sag mal, wann ist denn die Aufzeichnung? Naja, in 6 Wochen. Heute in 6 Wochen? Ja, ich glaube, die Woche nach der Feuerzangenbowle. Ja, okay, die Woche danach, das sollte. Aber ich weiß nicht, ob ich da schon wieder ein Bier runterkriege oder ansehen kann. Zum Entsäuern. Das ist echt scheiße, wenn man in so einem Zustand ist, also wenn man quasi danach ist und denkt an das nächste Mal und denkt, ja. Hey, will ich gar nicht. Also gut ist, dass es nicht zu viel gestern war. Schlecht ist, dass du das gestern wieder mit Schnäpschen da... Schnaps war's. Schnaps. Gesundheit. Gesundheit. Oh. Also, für Nüsse mit Dirk und Klaus, YouTube, Babenga. Genau, klingelt die Glocke und abonniert euch. Den Hund. Und außerdem fürnüssepod.com oder @fürnüssepod auf Twitter. fürnüsse@gmail.com. Und wenn ihr uns eine Frage schickt, denkt daran, die Frage als Frage zu formulieren. Im Jeopardy-Stil. Und in diesem Sinne, wir wünschen euch, trinkt nicht so viel. Wasser. Wasser ist gut. Trink nicht so viel Wasser. Tschüss. Adios.